Jo, meine Freunde, wir sind mitten im Sabaton drinnen, ne? Wir werden natürlich die ganze Nacht entweder wach bleiben oder durchziehen oder natürlich nicht durchziehen, sondern ein paar Stündchen schlafen. Aber Leute, Sabaton ist natürlich am Start. Es wird die ganze Zeit live geblieben werden sein. Keine Ahnung, ob das jetzt deutsch war, war es wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall, Leute, werden wir das jetzt so machen. In diesem Video alle Infos, die wir wissen. Wir haben ja heute den Trailer bekommen. Wir haben so viele Infos, so viele Sachen, die ich euch in diesem Video mitteilen möchte. Mich würde freuen, würdet ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren, mich überall folgen, beziehungsweise auf TikTok, Insta, kriegt ihr ein paar kleine Clips immer. Wäre sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht so lange und gehen direkt rein. Und zwar seht ihr hier einmal die sogenannte Aurora. Die Aurora ist eine griechische Göttin, beziehungsweise es gibt insgesamt drei griechische Herrscher. Einer ist davon Trigenox, das ist so aus der griechischen Mythologie irgendwelche Herrscher und so. Und der eine heißt Nox, den haben wir ja schon im Game. Das ist dieser Quadratkopf, der hier eingeblendet ist. Den haben wir schon in Game, ne? Und wenn ihr mit verschiedensten Charakteren, zum Beispiel mit Nox, zu der Battle Pass Charakterin zur Ära geht und zwar da ein bisschen redet, da sagt sie ja, auch die Dämmerung oder vor der Dämmerung kannst du dich nicht verstecken. Wir wissen, Trigenox ist so dunkel, der Boss der Dunkelheit, Chef der Dunkelheit, beziehungsweise so der Dunkelheit. Und er kann sich auch nicht vor der Dämmerung verstecken. Cooles Wortspiel. Und die Dämmerung soll dann höchstwahrscheinlich diese Aurora sein. Die gehört auch tatsächlich zu dieser Gottheitsgeschichte. Gibt es insgesamt drei. Einmal Trigenox, dann einmal diese Aurora. Wann und wie die auf die Insel kommt oder ob die überhaupt kommt, weiß man nicht. Aber man weiß, dass die gefunden worden ist und die höchstwahrscheinlich irgendwann kommt. Und dann fehlt dann lediglich nur noch einer. Auf jeden Fall, dieser Skin könnte irgendwann bald mal kommen. Muss nicht in der Season 4 sein. Hat aber auch was mit der Story zu tun und mit diesem griechischen Gottheit. Und jetzt, Leute, wird es sehr, sehr interessant. Und zwar haben wir im Gameplay-Trailer gesehen, wie Cardo Thorn natürlich aus verschiedensten Realitäten umhergereist ist. Und bei seiner neuesten Reise aus dem Jahr 2020, ich glaube, das war der 25. März, hat er genau diesen Kopf gestohlen. Und zwar sind das die Skins Oro und Aurelia. Und diese zwei Skins, beziehungsweise von Oro, hat er den Kopf geklaut, weil er halt in seine Sammlung hinzugefügt hat. Er hat ihn halt einfach gekillt, Mann, und seine Fresse geklaut, damit er ihn in der Sammlung hat. Da siehst du mal, was das für ein Gangster ist, der Typ. Und auf jeden Fall ist das Set so genannt, und zwar Oro und Aurelia Set ist called Midas Revenge. Das bedeutet Midas Rache. Midas ist wahrscheinlich sauer jetzt auf Cardo Thorn, weil er natürlich seine Buddies gekillt hat, damit er die in der Sammlung hat. Vielleicht auch eine Anspielung an Midas, dass er vielleicht wiederkommt, ne? Midas könnte jetzt zurückkommen, da auch seine Drumgun zurückkommt. Dementsprechend könnten wir mit Midas rechnen, vielleicht gegen Cardo Thorn im Kampf oder so. Maybe. Nur Theorien, Leute, hat aber noch nichts Großartiges zu bedeuten und ist auch noch nichts bestätigt. Natürlich auch diesen Regenschirm, und zwar jede Season hat ja ihren Siegesgleiter, und zwar könnte das tatsächlich der Siegesgleiter sein für die neue Season. 4 würde passen, eine rote Eclipse. Ist aber nur ein Konzept, aber so in der Art könnte es aussehen. Und natürlich, ne, sieht hammergeil aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann auch nicht zu vergessen, Ahsoka, ne, Ahsoka, Itano ist natürlich auch im Battle Pass, ne, kriegt er eine neue Serie. Dementsprechend, Leute, ist die auch im Battle Pass, habe ich ja auch schon vor 3-4 Wochen in einem Video angeteasert, beziehungsweise halt gesagt, dass da die Möglichkeit besteht, ganz, ganz wichtig, damals war es doch die Möglichkeit. Jetzt sind's Facts, die kommt auf jeden Fall auch im Battle Pass oder Secret Skin wird sie kommen. Es ist sehr, sehr geil und Ahsoka sehen wir dann auch in der Season 4. Auch nicht zu vergessen, KB Lame wird auch im Battle Pass sein, sehr, sehr cool. Und dieser Emote, wo er die Arme so macht, wird auch ein weiterer, beziehungsweise ein neuer Emote sein, den wir höchstwahrscheinlich im Battle Pass kriegen werden. Auch dahingehend, hier seht ihr das einmal nett, den Emoticon und den Skin, wie er so als Ingame ja aussieht. Dann werden wir in der Cardo Thorn Villa natürlich auch Bots bekommen, und zwar so ähnlich wie die IO Guards, genau so werden die aussehen. Gefallen mir sehr, sehr gut, sind halt dann die Wachen von Cardo Thorn. Dann nicht zu verwechseln, auch Items, die kommen werden. Und zwar einmal, das ist ein Battle Pass Skin, den wir hier sehen, ne? Den haben wir uns aber auch schon angeguckt. Wir werden auch morgen dann ein komplettes Battle Pass Video machen. Um das nicht zu vergessen, gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Einmal Pizza Pit, das Item, die Pizza, werden wir höchstwahrscheinlich als Item, als Heal-Item wieder ins Game bekommen. Und finde ich sehr, sehr nice. Ich habe das Item echt gemocht und kann man sich echt schnell mit healen. Dann, Leute, hier einmal C4. Und zwar sieht man auf dem Bild, was von Fortnite offiziell gepostet worden ist, wie der eine Battle Pass Skin dieses Teil in der Hand hält. Und zwar, an was erinnert uns das? An C4. Wenn wir C4 werfen, nur noch bestätigen und dann explodiert das. Würde zu einer Heist-Season passen, ne? Also könnte das eventuell auch für ein Comeback des C4s sprechen. Wie gesagt, könnte, muss aber nicht. Und zwar auch eine neue AR werden wir bekommen, und zwar diese, die heißt Trin Mag Assault Rifle auf Englisch. Die werden wir bekommen, hat auch ein Zielfernrohr, wie ihr seht. Also auch eine neue AR, die wir bekommen werden.
und auch eine neue SMG, und zwar die Scoped Burst SMG. Das ist die, die hat auch wieder ein Zielfernrohr, also viele Waffen haben ein Zielfernrohr, und ist eine Burst SMG, die wir auch in der Season 4 bekommen werden. Nicht zu vergessen auch noch die anderen Items, die wir bekommen werden, und zwar ganz viele mythische Items. Die mythischen TNT-Tina-Bogen oder von Rust den Bogen, der wurde ein bisschen überarbeitet und wird auch mythisch zurückkommen, genauso wie der TNT-Tina-Boss. Eine mythische Havoc-Pumpgun, ich denke nicht mehr, dass sie One-Shot machen wird, wird auch wieder da sein. Dann dieser Alienstrahl aus Chapter 2 Season 7 in mythisch, tatsächlich auch wieder in-game, ist auch offiziell bestätigt, also Anspielung an die letzte Realität oder halt einfach nur eine Waffe, könnte aber auch die Anspielung an eine letzte oder an die letzte Realität sein. Dann das MK7 Sturmgewehr in mythisch werden wir auch bekommen im Laufe der Season 4, spricht für die Rückkehr der 7, ne, sehr sehr cool. Dann auf jeden Fall die Gunners SMG in mythisch, auch Rückkehr der IO maybe, oder Rückkehr von Rückkehr halt von Gunner könnte dafür sprechen, aber auch das Impulsgewehr in mythisch soll wieder da sein. Und zwar hier in dem offiziellen Trailer sehen wir auch die Eclipse. Irgendwas hat sich vor die Sonne gestellt. Und wir hatten ja die Theorien, ist es jetzt entweder das Oma-Schiff der letzten Realität und so weiter und so fort. Wir wissen jetzt noch nicht, was das ist. Also was das da ist, wissen wir nicht. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung. Aber wir wissen auf jeden Fall, wofür das da sein soll. Und zwar Kaido Thrawn kam höchstwahrscheinlich mit der Eclipse, weil er das überall als Markenzeichen hat. Und wieso kam er? Ganz genau, er kam zurück auf die Insel. Aber jetzt ist ja die wichtige Sache, die Eclipse. Warum ist sie da? Und zwar die logischste Theorie ist eigentlich, beziehungsweise die logische Sache ist eigentlich, Kaido Thrawn hat irgendwas extra vor die Sonne gemacht. Denn wir sehen hier am Ende dieses Trailers, dass Kaido Thrawn tatsächlich, wenn wir hier gucken, der Vampirboss ist. Wir kriegen zu Fortnite mehr als ein Vampirboss und das wird Kaido Thrawn sein. Und ihr seht, er ist ein Vampir. Und Vampire, ganz genau, leben in der Dunkelheit. Sobald es hell wird, sterben die aus. Dementsprechend hat vielleicht Kaido Thrawn beabsichtigt, irgendwas hergeholt oder irgendwas auf die Insel gezielt gesteuert, damit er da leben kann, ne? Er kam und hat extra daran gedacht, hat es davor getan, irgendwas vor die Sonne, damit er leben kann, sonst würde er als Vampir ja sterben. Dann sehen wir, Kaido Thrawn kommt aus seiner Zeitmaschine vom 25.03.2020, also wir haben ihn schon seit Jahren in-game rein, theoretisch. Seit Jahren, ist er auf der Karte, ist er in verschiedensten Realitäten, Seasons und Kapiteln und klaut Sachen, um sie seiner Sammlung hinzuzufügen. Diese Szene ist auch sehr, sehr interessant. Wir sehen, wie er auf Cam 01 guckt. Okay, wir müssen kurz zurück. Auf Cam... Oh mein Gott, wir müssen nochmal kurz zurück. Auf Cam 01 guckt. Und da sehen wir hier tatsächlich, wie wir reinkommen. Aber jetzt ist es doch ganz, ganz wichtig. Wir sehen am rechten Screen auch eine weitere Szene. Und da sehen wir den Bunker Jonesy. Den Bunker Jonesy. Digga, Kaido Thrawn hat ihn einfach gefangen genommen. Er hat eine eigene Zelle, einen eigenen Knast gebaut, in seiner riesen Menschen, in seinem riesen Quartier, Kaido Thrawn, und hat da drin den Bunker Jonesy reingetan. Er hat ihn da einfach schimmeln lassen und jetzt macht er da Liegestütze und wir helfen ihm vielleicht freizukommen in der Season. Mal schauen, oder ob er als NPC sein wird, als NPC da sein wird. Auf jeden Fall hat er ihn halt einfach gefangen genommen. Und Leute, hier eine Theorie beziehungsweise eine Sache von Akku auf Twitter, und zwar das Apparat, diese ganzen Glyphen und dieses ist alles in einer guten Zusammenfassung und alles gelöst worden, und zwar dass Kaido Thrawn kommt mit jeder Eclipse, die davor steht, kommt er immer zu der Dschungelzivilisation. Wir wissen ja, damals ist die Dschungelzivilisation einfach so verschwunden und haben Glyphen hinterlassen, und sie sind einfach verschwunden, haben aber Glyphen hinterlassen, um was zu machen, um uns zu warnen. Um uns zu warnen, wenn eine Eclipse kommt, dass etwas auf uns zukommt. In dem Fall Kaido Thrawn. Das haben sie also gemacht. Die Glyphen haben uns also quasi erzählt, dass eine Gefahr davor steht. Konnten wir natürlich nicht wissen davor, dass es einen Kaido Thrawn gab, bevor wir ihn nie gehört haben. Konnten wir es logischerweise nicht wissen. Aber im Nachhinein ergibt so viel Sinn, ne, ob das jetzt so beabsichtigt war von Epic Games. Aber weiß man nicht. Aber Leute, es ergibt auf jeden Fall Sinn. Ein weiterer Kaido Thrawn-Stil ist genau der hier. Das ist ein weiterer Stil. Also wir haben die normale Variante, ne? Dann haben wir auch eventuell die Vampir-Variante, die wir bekommen. Und auf einmal hier sehr, sehr cooler Skin. Eine coole Theorie, und zwar sind das vielleicht Geschwister. Kaido Thrawn, der neue Skin, aber auch der Ronin-Skin, den wir schon ewig hatten, weil der hat hier eine Eclipse hängen. Die habe ich auch schon vor 2 Wochen mal in einem Video angesprochen. Er hat hier eine Eclipse hängen. Hat er was mit Kaido Thrawn zu tun? Könnte tatsächlich Sinn ergeben. Man weiß bis jetzt nichts, aber Tattoos hat auch Ronin, genauso wie die Frisur. Jetzt exakt nicht dieselbe ist, aber auch ähnlich, und allgemein, die sehen halt ein bisschen gleich aus, und er hat halt auch die Eclipse. Könnte tatsächlich irgendwas damit zu tun haben, auf jeden Fall könnten das Geschwister sein oder die einen Zusammenhang haben, aber bestätigt ist dahingehend auch noch nichts.
Und zwar genau, da gibt es auch diese Ähnlichkeiten. Und zwar sehen wir hier Kaido vorn, der etwas anschaut und darunter genauso Midas, wie er den Kopf von dem Black Knight damals angeschaut hat. Und dann natürlich seine Zeitmaschine und hier unten seine, seine Kugel, sein Gerät, das er damals hatte, um natürlich die Zone zu brechen. Ne, das ist ja Projekt Schleifenbrecher gewesen von Midas. Und das sieht beides ziemlich nice aus und finde ich gut, dass das Gleichheiten hat, ne? Ja, Leute, wir sind gerade noch live am Stream, ne? Morgen geht's richtig ab mit der Season. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne eine positive Bewertung da, das war's gewesen. Haut rein und ciao.